Räuberhauptmann von Köbeling. Ihr Leute, höre die Geschicht, die ich aus Köpenick bericht. Sehr kluge Leute wohnen darin, denn Köpenick liegt in Berlin. Was dort vor kurzem ist geschehen, das hat die Welt noch nie gesehen. Was drängt das Volk, was wälzt sich dort? Die langen Gassen brausen fort, voran die Grenadiere des Königs Grenadiere, auf jeder Seite vier und der Gefreite vorn. Ja, zeigt sich wo ein blanker Knopf, nickt man voll Ehrfurcht mit dem Kopf. Das Köpenicken, das bringt Glück, da erbt der Name Köpenick. Die Grenadiere stellen sich vors Rathaus, es war fürchterlich. Das Publikum stand auf dem Damm, die Grenadiere standen stramm. Dann kam der Herr Hauptmann, der Hauptmann, der Hauptmann. Ja, was der sagt, das glaubt man, der Hauptmann hat's gesagt. Der Hauptmann zog ins Rathaus ein und dort gehorcht ihm groß und klein. Die Polizei von Köpenick hielt selbst das Publikum zurück. Der Hauptmann zählt den ganzen Kitt, er nahm sogar den Pfennje mit. Doch vorher wurde der Rendant zur neuen Wache hingesandt. Und dann der Bürgermeister, der Meister, der Meister, der klügste aller Geister, ein kluger langer Hans. Als alles nun geschehen dort und als der Hauptmann lange fort, da wurde erst den Leuten klar, dass es ein Räuberhauptmann war. Jetzt sucht man, wo der Schwindler steckt. Die Mütze hat man schon entdeckt. Den Säbel bracht man auch herbei und fröhlich ruft die Polizei. Jetzt haben wir auch die Hose, die Hose, die Hose. Doch Pech ist bei der Schose, der Hauptmann ist nicht drin. Und die Moral von der Geschichte, die Hauptsache ist der Hauptmann nicht. Die Uniform verschafft Respekt, ganz gleich wer auch darinnen steckt. Wo eine Uniform sich zeigt, da wird man ängstlich und man schweigt. Da wird nur noch Hurra geschrien, ja eine solche Disziplin, die haben wir nur in Preußen, in Preußen, in Preußen. Wenn alle Stränge reißen, stramm hält die Disziplin, jawoll!